Der Radstädter Königslehen war wieder Austragungsort eines internationalen Bewerbes. Ein FIS-Snowboard-Riesenslalom für Damen und Herren wurde abgehalten. Für die Ausführung und Umsetzung war der Skiclub Sparkasse Radstadt verantwortlich. Und das stellte aufgrund der Wetter- und Schneeverhältnisse eine große Herausforderung dar. In den letzten Tagen des vergangenen Jahres wurde am Radstädter Königslehen ein FIS-Rennen im Rahmen der Snowboard Austria Challenge abgehalten. An zwei Tagen gingen ungefähr je 150 Snowboarder an den Start. Der Skiclub Radstadt, der für die Durchführung verantwortlich war, tat alles, um perfekte Bedingungen zu schaffen. Und doch kam es anders. Die Bedingungen heute waren wesentlich schwieriger als wir gestern. Noch gestern haben wir ein Glück gehabt, da war in der Früh noch ein bisschen Schneefall, dann hat es aufgelockert, dann hat es gut gepasst. Heute war es schwierig, wir haben in der Nacht, eben, wie du gesagt hast, starken Regenfall gehabt. Aber dank der vielen Helfer des Skiclub Sparkasse Radstadt war es also unter doch wesentlich oder sehr hohen Personalaufwand möglich, diese Rennen über die Bühne zu bringen. Regen und Wärme machten eine vollständige Durchführung des Bewerbes unmöglich. Und da die Piste zu brechen drohte, musste der Skiclub eine Entscheidung treffen. Wir haben aufgrund der schwierigen Pistenverhältnisse das Rennen nach einem Durchgang abbrechen müssen. Das bedeutet, das Rennen wird einfach vollwertig nach einem absolvierten Durchgang gewertet. Und des einen Leid ist des anderen Freud. Also ja, es hat die ganze Nacht durchgeregnet, aber es war ziemlich weich zum Fahren. Das heißt, man darf nicht zu fest auf die Kanten steigen, muss mit Gefühl fahren und das mag ich eigentlich eh ziemlich gern und das habe ich ausgenutzt. Also ich finde, gestern waren eigentlich recht gute Verhältnisse. Also die Rutscher haben echt super Arbeit geleistet, die Pisten waren hart. Man hat super Schwünge fahren können. Heute war es leider ein bisschen schwierig durch den Regen. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich kein schlechtes Rennen. Ich bin gut zurechtgekommen. Gestern war es leider unglücklich, bin ich zweimal ausgefallen. Trotzdem bin ich Sechste geworden und heute Zweite. Bin einfach runtergefahren einmal wieder. Auch von offizieller Seite ist man mit dem Rennen und den Ergebnissen zufrieden. Ja, die Erwartungen haben sich natürlich erfüllt, weil wir hier mit den Europacup, die wir bei den FIS-Rennen gestartet sind, das heißt die Europacup-Fahrer, die auch schon über Weltcup-Erfahrung verfügen, haben die Tagessiege eingefahren und es geht so damit natürlich das Ergebnis sehr in Ordnung. Für unseren Nachwuchs sind die Rennen immer deswegen sehr wichtig, weil sie sich da richtig in einem direkten Duell matchen können. Da wissen sie, wo sie stehen und das hilft ihnen dann am Weg nach oben natürlich auch weiter. Gemäß dem Spruch, nach dem Rennen ist vor dem Rennen, sind Ziele für den nächsten Bewerb wichtig. Ja, jetzt haben wir kurz eine Pause und dann werden wir uns wieder vorbereiten auf die zwei Weltcups in Bad Gastein, wo gleichzeitig Europacup sein, aber ich hoffe, dass ich die Chance habe, im Weltcup direkt zu fahren. Ich möchte mich so weit wie möglich vorne im Europacup platzieren, in der Gesamtwertung. Ja, also ich möchte auf jeden Fall im Weltcup mitfahren in Bad Gastein und mir schauen, dass ich mich für die Top 16 qualifizieren kann. Das wäre natürlich ein großes Ziel. Also hinsichtlich auch, dass ich mich nachher für den A-Kader qualifizieren kann nach der Saison. Meine Ziele sind heuer, dass ich Europacups gewinne und die Gesamtwertung gewinne und natürlich Weltcup dabei bin. Doch Erfolge kommen nicht von selbst. Ständiges Trainieren ist Voraussetzung und das muss oft mit den alltäglichen Dingen abgeglichen werden. Ja, also wir haben auch eine Landwirtschaft und da arbeite ich eigentlich mit und da ist eher im Sommer mehr zum Turnen. Deswegen habe ich im Winter eigentlich freie Zeit und kann die eben auch nutzen und eben gut trainieren und habe eigentlich nicht so einen Stress damit, dass ich jetzt irgendwann immer in die Arbeit müsste oder in die Schule. Ich mache derzeit Abendmatura, also Fernmatura über Humboldt und mit dem Trainieren geht es jedes Mal super, weil ich nicht abhängig bin von der Schule. Ein Ziel jeden Sportlers ist natürlich die Teilnahme an einem Großwettbewerb. So findet vom 17. bis 28. Jänner in Stoneham, Kanada, die FIS-Snowboard-WM statt. Und Österreich kann zuversichtlich sein. Wir haben zurzeit den Führenden im Parallelbewerb, den Promegani, der letztes Jahr den Gesamtweltcup gewinnen hat können. Wir sind vor allen Dingen auch mit einer sehr starken Mannschaft. Also ich bin in der glücklichen Lage, in einer guten Situation, dass ich aus sehr guten Fahrern ein kleines Team, also vier Startberechtigte, auswählen muss. Ob das jetzt im Parallelbereich, im Snowboard Cross oder im Freestyle-Bereich ist. Was mir aus Salzburger Sicht gefreut ist, dass wir, wie gesagt, mit dem Andi den Gesamtweltcup-Sieger im letzten Jahr und im gelben Trikot momentan als Gesamtweltcup-Führenden zur WM schicken können. Und aus Radstädter Sicht gesehen, der Matthias Weißenbacher, der in Peking mit seinem vierten Platz wirklich zeigt hat, dass er in der Weltelite mitmischen kann im Freestyle-Bereich, Big Air Slopestyle, werden wir auch mit einer Top-Mannschaft drüben antreten, wobei da wird man dann sehen, wie die Tagesverfassungen sind. Ich glaube aber, dass wir durchaus Finalcharakter mitbringen.
So wünschen wir unseren Snowboardern alles Gute für die WM in Kanada und freuen uns schon auf die hoffentlich zahlreichen Medaillen und Titel.